So, und damit dann hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Space Engineers. War eine ganz schöne Odyssee, das Ganze hier zum Laufen zu kriegen, da, ich habe keine Ahnung, warum es letztendlich nicht funktioniert. Und man merkt auch irgendwie, ist es ein bisschen hakelig. Ich weiß wirklich nicht beim besten Willen, was gerade los ist, aber es nervt ganz schön, muss man echt sagen. Wir hatten das ja schon mal, dass praktisch die Welt ziemlich langsam war. Das ist gar nicht. Ja, ne, man hört es auch, ne? Es ist alles irgendwie ziemlich am rumruckeln und wuppeln. Und ich weiß echt nicht, woran das liegt. Also, ich hoffe, dass es sich so ein bisschen normalisiert. Also, die Ladezeit eben zum Beispiel, normalerweise noch nicht mal 5 Minuten. Jetzt gerade eben lag die Ladezeit bei fast einer halben Stunde. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie in der Zwischenzeit ein Update gab, weshalb das kam oder irgendwas. Also, es wird gerade besser. Ich hoffe, das bleibt doch so. Ich habe bloß jetzt gesagt, okay, ich lasse ihn einfach laden, so lange, bis er fertig ist und lasse es alles laufen. Denn letztes Mal, als wir das Problem hatten, war ein Update rausgekommen und dann hatte sich das Ganze wieder geklärt, nachdem denn dann praktisch einmal die Welt komplett geladen werden konnte. So, jetzt hoffe ich... Oh, wir frieren. Ach so, okay, das ist eine neue Anzeige. Okay, sehen wir auch die Kräfte da rechts, ist auch neu. Okay, ich sehe schon. Gut, das ist so ein, zwei Kleinigkeiten sind wohl schon dazugekommen. Wir müssen mal gucken, wegen... Ich setze mich mal wieder rein, erstmal. Wie es aussieht. Hinten haben wir Uran und sowas. Was sagt denn jetzt hier unser... Das ist das Cockpit. Da haben wir Steine. Also alles aufgebraucht bzw. fertig. Dann gucken wir noch mal ganz kurz hier nach den Tanks, würde ich sagen. Hydrogen-Tanke. Also mal 32%. Das ist okay. Jetzt muss ich sagen, hier hinten hatten wir doch irgendwas gefunden. Muss nochmal aussteigen, war das nicht so? Ich weiß es gar nicht. Wheel Trader. Da oben ist Nickel. Eigentlich irgendwie auch Gold. Eisen, Nickel, Gold. Hier vorne, genau, da müssen wir hin. Denn Gold brauchen wir auf jeden Fall. Das bauen wir dann nochmal ab. Ich darf nicht vergessen, dass wir ziemlich schwer sind. Ja, ne? Und merkt man, dreht man sich, dann hat schon wieder seine Probleme. Ich gehe ein bisschen näher ran. So, da haben wir das Gold. Sehr schön. Gehen wir wieder in die Perspektive. Das Gold. Sehr, sehr gut. Ganz vorsichtig. Behutsam. Sehr schön. Ja, wir sehen, Masse nimmt auch zu. Wunderbärchenhaft. Wir müssen eh hier raus aus dem, weil wir brauchen die Energie durch die Solarzellen. Weil wir haben Uran, ne? Wir müssen nochmal gucken, wir haben Uran gefunden, sonst fliegen wir da gleich mal hin und holen uns das entsprechend, würde ich sagen.
glaube, es war nur Gold hier noch. Das müssen wir uns auch markieren, falls ich das noch nicht gemacht habe. Ich weiß bloß nicht, wie viel wir jetzt abbauen sollten. Ich gucke gleich nochmal rein. Den sehen wir ja. Sieht schön aus, ne? Rechts mit der Erde oder mit dem Planeten vielmehr. Unsere Erde ist es ja nicht. Cooler Anblick auf jeden Fall. Ups. Ja, nach vorne schießt der manchmal ganz schön los, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, es müsste eigentlich schon fast voll sein. Genau, Gold. Kleine Container sind alle voll. Das ist die Raffinerie. Okay, dann wird jetzt noch, was weg. Wo ist denn der Bohrer? Den zeigt er gar nicht, ne? Ist ja komisch. Okay, der Bohrer ist leer. Also haben wir gar nicht so viel aufgenommen, wie wir dachten. So unheimlich viel, aber das ist in Ordnung. Weil es ist mehr als genug jetzt da. Was heißt mehr als genug? Also zumindest erstmal ist genügend da. Können wir garantiert schon lustige Sachen produzieren, oder? Gut, wir könnten Solarpanels erweitern. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Mal kurz gucken. Ja, man könnte Solarsegel praktisch nach unten und nach oben noch erweitern. Aber jetzt frage ich mich auch, macht das wirklich viel Sinn? Zum einen werden wir dann wieder ja, unhandlich passt jetzt nicht so ganz, aber es wird wieder schwieriger vom Manövrieren hier drinnen, ne? Ja, Mist. Jetzt hier oben drauflegen möchte ich auch nicht. Ich habe auch das nicht markiert, wenn ich das hier so sehe. Kommt der echt näher? Ne, ist nicht so gut. Das ist mal hier mal kurz eine Markierung. Ich guck mal ganz kurz. Gold. Doch, hier ist Gold. Wo habe ich denn Gold markiert? War nicht hier, ne? Ne, da nicht. Okay. So. Also haben wir schon mal irgendwo anders Gold gefunden anscheinend. Na komm schon los. Was macht ihr denn hier? Da so. Dann machen wir hier einfach Gold, genau. Yippie! Das sieht ja gut aus. So. Wir werden mal gucken, müssen wir beim nächsten Mal noch so ein bisschen weiterfliegen. Ich denke, wir werden uns dann mal das Uran nochmal holen. Ich hoffe, die Welt bleibt jetzt so stabil, wie es jetzt ist. Und dann würde ich sagen, ich bringe mich schon mal so ein bisschen in Position und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? In dem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.